Ein herzliches Willkommen aus Celle. Hallo an euch alle. Ich freue mich sehr, heute im Gespräch zu sein mit Dorothea Stockmann. Das Thema ist Trauer und Dorothea, die hat da viel erlebt, steckt da sehr tief drin und hat ein Leben als Sterbebegleiterin, als Trauerbegleiterin hinter sich und führt das auch, war in einem japanischen Hospiz mit buddhistischem Hintergrund und hat viel zu dem Thema zu sagen. Sie ist Künstlerin, schreibt Bücher und ist viel im Kontakt mit Menschen. Dorothea, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute. Ja, du hast mich jetzt hier zu dir nach Hause eingeladen. Ich bin hierher gekommen und ich habe deine Bilder gesehen. Ich habe mit dir vorher schon gesprochen. Ich kann da ziemlich viel spüren bei dir für dieses Thema, was toll ist. Und ich habe das Gefühl, du lebst die Trauer. Ist das richtig? Könnte man so sagen. Also, um es gleich vorwegzunehmen, eines meiner Kernsätze ist, alles zu tun, damit die Trauer nicht im Kopf bleibt. Also sozusagen Trauer in Bewegung zu bringen. Und damit meine ich natürlich nicht nur äußere, sondern auch innere Bewegung. Das finde ich, das war ein Satz, den habe ich mir auch aus unserem Vorgespräch gemerkt. Alles zu tun, dass die Trauer aus dem Kopf rauskommt, dass sie nicht im Kopf bleibt. Hast du das Gefühl, dass Trauer für viele Leute ein Kopfthema ist? Ja, ganz, also definitiv. Also ich denke mal so, es fängt schon damit an, dass viele Menschen mit einer Messlatte kommen, die dann sagen, wann hört das auf? Die Trauer muss doch mal weggehen. Als ob die Trauer einen Anfang und ein Ende hätte. Für mich, also wenn es ein Symbol für Trauer gibt, kann es für mich nur das Rad sein. Also müsst ihr vorstellen, ein Rad, wirklich so ein altes Fahrrad mit Speichen und jede Speiche steht für einen anderen Gefühlsmoment. Und dabei ist die Trauer genauso gleichwertig wie die Freude oder die Wut. Wut ist ein ganz wichtiges Thema in der Trauer. Oder auch der Lebensmut. Also für jede Speicher ein anderes Gefühl. Dann stellst du dir vor, dieses Rad dreht sich. Das dreht sich manchmal ganz schnell. Manchmal so schnell, dass du denkst, es steht still. Dann wieder scheint es sich rückwärts zu drehen. Und im Grunde genommen ist es immer in Bewegung. Und deswegen hat für mich Trauer keinen Anfang und kein Ende. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja dein Tenor auch, dass Trauer zum Leben dazugehört und Trauer sogar zur Freude gehört. Und da habe ich auch mal irgendwann so einen Satz gelesen wie, wir schöpfen alle aus dem gleichen Brunnen. Freude oder Leid, es ist ein Brunnen, aus dem wir schöpfen. Und wir brauchen beides. Ich glaube, es ist einfach, das sind die Pole, zwischen denen wir leben. Weil Trauer ist für mich ein Lebensthema. Es ist natürlich ein Thema nach einem Verlust, nach dem Tod. Aber Trauer kann genauso sein, der Verlust der Jugend, der Verlust der Heimat, wie viele Menschen, die jetzt so flüchten mussten, die alles verloren haben, die trauern. Oder auch die vorweggenommene Trauer, wenn ich einen Menschen begleite, von dem ich weiß, dass er vom Tod gezeichnet ist und vielleicht nicht mehr lange leben wird, dann spricht man direkt auch von vorweggenommener Trauer, weil man dann sozusagen den Verlust schon vorwegnimmt. Also Trauer ist eigentlich für mich nicht wegzudenken. Und sie gehört direkt auch neben die Freude. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Und wenn du dir vorstellst, dass das Rad sich so schnell dreht, dass man manchmal die Speichen gar nicht so schnell lesen kann, dann kannst du dir vorstellen, dass manchmal die Freude gerade dann auftaucht, wenn du es gar nicht erwartest. Und plötzlich ist die Freude da. Und genauso bricht auch die Trauer immer wieder ein. Würdest du sagen, sie bedingen einander? Ja. Ja. Also ich könnte mir das sogar einen Vergleich vorstellen, dass wir, es ist ja erwiesen, dass wir unser Körper ja bedingt ist durch einen Elektrolythaushalt positiver und negativer Ladung. Und wenn diese Ladung aufgehoben wird, wenn sozusagen nichts mehr fließt, ist kein Leben möglich. Leben bedingt sozusagen das Leben zwischen den Polen, würde ich fast sagen. Und das ist ja auch spannend, dass man in anderen Sprachen ja ganz andere Worte für Trauer hat, zum Beispiel im Englischen Grief und Mourning. Ja, wieso gibt es da ganz andere Wörter? Warum? Weil die Menschen unterschiedlich mit der Trauer umgehen, weil sie ja eigentlich immer noch auf der Suche sind, heute wie vor Jahrzehnten. Trauer ist ja kein zeitgebundenes Thema. Trauer hat es immer gegeben, in allen Zeiten, seit es Mensch, dass die Menschheit gibt. Und deswegen kann Trauer auch etwas sein, was sozusagen
uns fast so wie ein Wegweiser darstellt durch das Leben. Denn erst wenn wir die Trauer durchlebt haben, durcharbeitet haben, können wir ein neues Leben beginnen. Viele Menschen sind ja todunglücklich, weil sie eben nicht trauern können. Und weil sie sozusagen alles runterschlucken oder dem keinen Ausdruck geben. Deine Arbeit versucht eigentlich immer, die Leute in die Trauer bewusst zu bringen. Also du versuchst, die Leute zu sich selber zu bringen, dass sie ihre Trauer wahrnehmen können, um wieder sein zu können. Ja. Das kann man so sagen. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass es etwas ist, was sehr wohltuend sein kann. Mhm. Also nicht nur in der Trauer, sondern überhaupt im Leben, authentisch zu sein. Mhm. Und ich habe mal gesagt, wenn ein Kind trauert, oder wenn ein Kind weint, das kennen wir doch, dann weint es total und kann vom nächsten Moment lachen, also von einem Moment zum anderen kippen. Und ein Mensch, der trauert, genauso. Mhm. Wir kennen das doch von Trauerfeiern, dass plötzlich ganz lautstark gelacht wird, weil wichtig ist, ganz bei sich selbst zu sein. Ja. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich habe hier jahrelang als Trauerbegleiterin gearbeitet und bin auch mit den Menschen, wie gesagt, mit Symbolen kreativ umgegangen, aber auch ich habe sie auch einfach versucht, erspüren zu lassen, dass Trauer etwas ist, was eine heilende Kraft innewohnt. Mhm. Weil wenn man sich diesem Prozess hingibt, dann ist man ganz man selbst. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich würde am liebsten eine Partei gründen mit Trauernden, weil ich mir vorstelle, dass Trauernde können nicht halb trauern, nicht ein Viertel, nicht ein Achtel. Wer trauert, trauert ganz und ist ganz er selbst. Mhm. Und solche authentischen Menschen wünschte ich mir jenseits der Trauer auch. Mhm. Ja, das würde bestimmt viel bewegen. Ich würde da gerne einmal kurz reingehen. Würdest du sagen, dass man im Umkehrschluss sagen kann, dass nicht trauern den Kontakt zu einem selber verhindert, dass man sich von sich selber entfernt? Das ist ja eigentlich eine zwangsläufige Schlussfolgerung. Ja. Würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht nur das, ich glaube auch, man verliert auch den Anschluss zu dem, was man betrauert. Mhm. Ich sage es mal ganz einfach, ganz banal. Mhm. Wenn du zum Beispiel was Wertvolles hast, du hast ein Handy oder einen Schlüssel oder was weiß ich, was wertvoll für dich ist und du verlierst es, was machst du? Du suchst. Mhm. Und ein Trauernder ist für mich in erster Linie ein Suchender. Ja. Er sucht das Verlorene, er sucht die verlorene Beziehung, er sucht das verlorene Leben. Selbst die Geflüchteten hier, die suchen ja auch. Ich meine, natürlich wissen sie, die können jetzt nicht zurück in das Kriegsgebiet, aber sie sind permanent Suchende. Mhm. Und ein Suchender ist dann, bekommt dann Hilfe bei sich selbst, wo du merkst, wenn er sich selber zuhört, wenn die Lage versetzt wird, sich selbst erstmal wahrzunehmen in der Trauer und wie du schon am Anfang sagtest, erstmal die Trauer bewusst wahrzunehmen und nicht zu verdrängen. Ist es ein guter Weg der Trauer, wenn man das irgendwann akzeptieren kann, dass diese Suche vielleicht einer Sache nachgeht, die nicht mehr da ist? Also ein friedvolles Akzeptieren? Ja, also ich bringe es auch sehr stark in Verbindung mit Dankbarkeit, weil in dem Moment, wo ich, erstmal ist es Würdigung dessen, was man verloren hat, denn wenn ich nicht suche, dann habe ich ja auch nichts verloren, also dann vermisse ich es ja nicht, ich kann ja ohne Handy leben oder ohne Schlüsselbund, wenn es denn geht. Aber wenn ich etwas, erstmal ist es ja Wertschätzung dessen, was man verloren hat und dann auch Dankbarkeit, es gehabt zu haben. Ja. Also die Alternative. Also es wäre ein Abtun, wenn man das jetzt. Es wäre unehrlich, es wäre unauthentisch, wenn man einfach sagt, ist es so gewesen. Ich glaube. Das ist eine Frage an dich. Ja, es ist eine gute Frage. Insofern auch, weil es auch zeigt, wie groß die Liebe ist. Mhm. Denn wenn ich etwas liebe, dann gehe ich dem nach. Wenn es mir gleichgültig ist, dann brauche ich auch nicht zu trauern. Dann kann ich sagen, dann kommt das Nächste. Ne? Oder, ne? Wenn ich dir jetzt zuhöre, würde ich sagen, Trauern ist existenziell. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich habe dich eingangs gefragt, oder hast du in den Raum gestellt, du lebst die Trauer als Frage ein bisschen. Du hast das bejaht. Deine Kunst spricht von der Trauer, spricht die Trauer, atmet die Trauer. Deine Bücher. Als Frage und gleichzeitige Antwort. Mhm. Also die Antwort
heißt in dem Fall, durch den Schmerz hindurchzugehen. Mhm. Ich sag mal so, als Mutter weiß ich doch, oder als kann sogar, glaube ich, auch einen Vater nachvollziehen, wenn man ein Kind zur Welt bringen möchte, dann muss man mit dem Schmerz, mit dieser Wehe gehen. Und für mich sind die Trauerwellen auch wie Wehen, Trauerwehen. Es kann nichts Neues entstehen, wenn wir nicht mit der Wehe gehen, mit dem Schmerz. Und deswegen ist die Trauer eigentlich auch sowas wie ein Wegweiser für mich. Du sprichst von der Geburt, also durchaus auch, dass dadurch neue Sachen entstehen. Eine Geburt ist ja auch was sehr Glückliches. Ja, und auch, wie du sagtest, Existenzielles, genau wie die Trauer. Und da habe ich auch eine Übung, die ich gern immer gemacht habe mit Trauernden. Wenn jemand zum Beispiel einen Menschen verloren hat durch Tod, und dieser Mensch war zum Schluss vielleicht sehr verstellt durch einen Unfall oder durch eine leidvolle Krankheit, dann ist es ja oft so schwierig, mit diesen leidvollen Bildern umzugehen, die sich ja traumatisch sozusagen verfestigen können. Und dann sage ich immer zu den Trauernden, sie mögen sich mal vorstellen, an den Moment zurückrufen, als sie diesen Menschen, den sie betrauern, zum ersten Mal begegnet sind. Das wird bei einer Ehepartner oder bei einem Menschen, den man geliebt hat, sicher vielleicht die erste Begegnung gewesen sein. Bei einem Kind würde man jetzt fast annehmen zu sagen, das ist die Geburt. Ne? Die Stunde, wo man das Kind im Arm hält und die Liebe ist da. Und bei mir, ich habe die Übung dann auch gemacht, war es so, nicht die Geburt, sondern die Zeit vor der Geburt. Dann habe ich diesen Satz wirklich laut zu mir selber gesagt, noch nicht am Leben und schon geliebt. Also ich kann mich noch erinnern an den Augenblick, das war bei allen drei Kindern bei mir so, die ersten Bewegungen und das Bewusstwerden, dass da Leben in einem ist. Die Liebe war schon da, ohne dass ich diesen Menschen, der da geboren werden sollte, kannte. Und dann habe ich in der Trauer plötzlich meinen leeren Bauch befüllt und gedacht, ja, und so ist es heute noch. Nicht mehr am Leben, aber die Liebe bleibt. Du hast ja ein sehr persönliches Schicksal auch mit der Trauer. Und das weiß ich aus unserem Vorgespräch. Du hast es jetzt auch schon öfter angerissen in unserem Gespräch. Ich weiß, dass du generell offen bereit dafür bist, sowas auch öffentlich zu sagen. Deswegen wollte ich dich nochmal nach deinem persönlichen Schicksal mit Trauer und in dem Fall auch Tod befragen. Ja. Ich habe, wie jeder Mensch, erleben, aufgrund dessen, dass ich so alt geworden bin, erleben müssen, dass Eltern gestorben sind. Erst mein Vater, als ich ganz klein war, meine Mutter. Und jede Trauer ist, wie sie ist, unterschiedlich. Jede Trauer hat ihre Zeit. Und dann kam eine Zeit, die ich überhaupt nicht begreifen konnte. Das war 2008, als unser jüngstes Kind durch einen tragischen Unfall am Bahnhof in Celle verunglückte und aus dem Leben quasi gerissen wurde. Und das letztendlich mein Leben verändert hat. Und dazu geführt hat, dass ich das mache, was ich jetzt tue. Nämlich alles zu tun, dass die Trauer nicht im Kopf bleibt und das auch nicht nur anderen weiterzugeben, sondern für mich selber auch anzuwenden. Ja, da hast du wahrscheinlich die krasseste Todeserfahrung gemacht, die man machen kann. Ne? Ja, ich konnte mir nicht vorstellen, das zu überleben. Also es war, und auch noch einen Ausdruck zu finden für einen Schmerz, für den ich eigentlich keine Worte hatte. Und ich kann mich noch sehr wohl erinnern, dass es einem Nachbar von mir gelungen ist, der unvermittelt auf mich zukam und sagte, wirklich die Worte zu mir sagte, ich habe keine Worte. Und stehen blieb dazu, muss ich wohl bemerkt sagen. Und ich habe mir überlegt, das waren die klügsten Worte, die ich je gehört habe, weil es gibt keine Worte. Es gibt auch keinen Trost in dem Moment.
Und dieser Nachbar, der konnte dir in diesem Moment gegenübertreten. Der konnte mir gegenübertreten und nicht nur das, der hat dann auch noch gesagt, am liebsten würde ich sie in den Arm nehmen, soll ich noch machen, so das doch. Also er hat seine eigene Ohnmacht mit mir geteilt, weil ich wüsste ja auch nicht, wie ich mit mir umgegangen wäre, wenn ich mir selbst begegnet wäre. Ich denke manchmal, es geht mir heute noch so, dass ich denke, hey, bin ich jetzt die Trauerbegleiterin oder bin ich jetzt die Trauernde? Dass ich die Rollen erstmal sortieren muss. Ich habe den Eindruck, dass diese Begegnung mit einem Trauernden oft für viele schwierig ist. Sehr schwer. Ja. Also nicht umsonst wechseln viele die Straßenseite oder ducken sich. Was siehst du dahinter? Was ist da für dich? Ohnmacht, Hilflosigkeit. Ja. Und wir Menschen sind so gestrickt, wir können Schuld ertragen. Wir können auch Schuld gerne zuweisen, den Ärzten oder was ich, oder im Fall meines Sohnes wäre er nicht zu der Party gegangen, wäre der Unfall nicht passiert und so weiter. Mhm. Aber wir können eins nicht, wir können nicht mit Ohnmacht leben. Mhm. Und ich glaube, dass das mit der Grund ist, dass wir immer nach Lösungen suchen und wenn sie noch so banal sind, einfach nur um die Ohnmacht nicht zu ertragen. Und das Dümmste, was ich jeweils hören konnte, waren so Sachen wie, jetzt hast du ja schon ein Jahr getrauert, jetzt musst du mal aufhören. Und ich denke, wieso? Mein Kind ist doch noch immer tot. Wieso soll ich denn aufhören zu trauern? Ja? Als ob es einen Hahn gäbe oder einen Schalter, dass man sagt, so, jetzt höre ich auf zu trauern. Ja? Oder eine interessante Erfahrung habe ich noch gemacht, interkulturell gesehen. Ja. Unser Sohn war auf der internationalen Schule. Mhm. Und eine ziemlich gute Freundin, auch Klassenkameradin, ich habe die ja danach alle erst richtig kennengelernt, nachdem er verstorben war, weil die kamen hierher und ich habe sie auch eingeladen. Die suchten auch das Gespräch. Und dieses junge Mädchen kam aus Korea. Mhm. Und sie hat mir von der Trauerfeier erzählt, wie sie das empfunden hat. Sie hat gesagt... Von der Trauerfeier für euren Sohn. Ja, ja. Sie fand, wir hatten ja dann auch seine Musik gespielt, die er mochte und auch was Rockiges. Und wir haben die ja auch mit einbezogen, die jungen Leute. Wir haben einfach alles, wie gesagt, gemacht, was... Es war am Ende auch eine Feier des Lebens. Ich habe die Trauer leben lassen. Ja, die Trauer leben lassen. Aber was ich nicht wusste, das hat sie mir dann gesagt. Ja. Sie hat gesagt zu mir, warum es so still war. Und dann habe ich sie erst nicht verstanden, sage ich, was sie denn meint. Sagt sie, es war keiner, der laut geschrien hat. Keiner, der verzweifelt geweint hat. Weil sie aus einem Kulturkreis kommt, so wie man das ja auch von der Klagemauer kennt, von anderen Kulturen, wo man angesichts der Trauer sich die Haare rauft, sich die Kleider zerreißt oder laut schreit. Sie hat es dann so beschrieben wie ein Fernseher, den man anschaltet ohne Ton. Mhm. Und das ist unsere Kultur. Wir haben nicht gelernt, unserer Trauer einen Ausdruck zu geben, weil es interkulturell oder kulturell nicht verankert ist. Und Trauer ist ja sowas Persönliches, das soll man bitteschön in den eigenen vier Wänden ausleben und ja nicht die Nachbarn dann damit noch belästigen. Wo siehst du uns da, ich sage jetzt mal als Deutsche, was können wir, ja ich will jetzt nicht sagen lernen, aber was können wir machen, um einen Zugang zur Trauer zu haben, der uns erfüllter sein lässt? Weil du, da siehst du ja Defizite, das höre ich da so raus. Ja, gute Frage. Ich glaube erstmal zu lernen, wahrzunehmen und dieses wahr wirklich betonen auf wahr im Sinne von wahrhaftig. Das Trauer als Wahrheit zu erkennen. Genau. Und wenn ich wahrhaftig zu mir selbst bin, dann weine ich, wenn ich weine. Mhm. Eigentlich wieder wie ein Kind zu werden. Ja. Nicht umsonst heißt es, ne? Es dauert sehr lange, bis man wieder Kind wird. Ne? Ja. Hat, glaube ich, Picasso mal gesagt. Wenn wieder wirklich wie ein Kind sein und einem Kind muss man nicht erklären, wie man trauert. Hast du deinen Kindern das mal erklärt, wie man trauert? Das wissen die. Oder wie man sich freut, das ist einfach da. Aber dem Raum zu geben und einen Ausdruck. Kann man sagen, also dass man, für Kinder ist es einfach, ne? Aber dass man im Erwachsenenbewusstsein wieder Kind wird und Scham, Angst überwindet, um in die Trauer zu kommen. Ja. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, Kinder sind unsere Lehrmeister. Weil ich weiß noch, auch während der Trauerfeier, von meiner Nichte, die kleinen Kinder, denen habe ich dann Papier zum Malen gegeben, die haben dann den Kajus gemalt. Ja. Die haben ihm einen Ausdruck gegeben. Weil für Kind, ich glaube, für die Kinder ist diese Welt und jene Welt, die sind nicht getrennt von den Welten. Die sind ja noch, sie kommen ja von der anderen Welt und vielleicht sind sie noch näher dran und sind noch nicht so verwoben wie wir. Ich finde sogar, dass Kinder auch helfen zu weinen. Ja, ja.
Ja, weil sie eben genau das zeigen. Ne? Ganz genau. Ja, sehr schön. Ja, Dorothea, du hast uns viel von dir preisgegeben. Ich danke dir für deine Offenheit. Und ich danke für deine Offenheit. Du hast es mir leicht gemacht. Das freut mich. Und ja, ich finde es immer toll, wenn sich jemand so öffnet. Ich glaube, dann kann der anderen viel geben. Und ich danke dir sehr.